Unser Unternehmen ist in verschiedenen Bereichen tätig. Die PlusServer AG ist prinzipiell einer der größten und deutschen Anbieter für den Bereich Serverhousing und Dedicated Server. Wir betreiben unterschiedliche Marken, angefangen mit der Marke Server für You im Low-End-Bereich, Server Loft im Mid-Range und PlusServer im High-End-Bereich. Und wir stellen Kunden dedizierte Server zur Verfügung, entweder als Einzelmaschine oder auch im Cluster mit mehreren Servern. Und wir richten uns von den Endkunden bis hin zu wirklich großen Unternehmen im oberen Ende. Wir bieten unseren Kunden in unserem Rechenzentrum verschiedene Leistungen. Es fängt damit an, dass wir die reine Infrastrukturleistung bringen. Das heißt, dass wir Server zur Verfügung stellen, diese mit 99,99%iger Verfügbarkeit angebunden ans Internet bereitstellen und halt den Service sicherstellen, dass bei Hardwareproblemen entsprechend Service geleistet wird. Das ist diese Ursprungsleistung. Und dann bieten wir, was das Management angeht, weitgehende Managementoptionen an, soweit, dass wir wirklich die komplette interne IT outsourcen können und so im Endeffekt unseren Kunden eine komplette Lösung anbieten können. Wenn Sie mich fragen nach den Besonderheiten unseres neuen Rechenzentrums Datadog in Straßburg, muss ich ganz klar die Umweltfreundlichkeit herausstellen. Es ist so, dass wir mit Datadog das umweltfreundlichste Rechenzentrum in Europa Stand heute betreiben. Wir haben einen PUE von 1,21 und erreichen diesen grundsätzlich über die Geothermie, dass wir die Kühlung des Rechenzentrums komplett über Grundwasser sicherstellen. Darüber hinaus haben wir energiesparende Komponenten in allen Bereichen des Rechenzentrums verarbeitet und nutzen auch ausschließlich Ökostrom, der aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird. Und damit unterscheiden wir uns ganz klar von anderen Rechenzentren, weil es kein vergleichbares Rechenzentrum gibt, was volle Tier-3-Leistungen zu diesen günstigen Energiewerten bereitstellt. Wir haben uns für das Datacenter Star Audit das Zertifikat entschieden, weil es ein anerkanntes und sehr gut durchdachtes Zertifikat ist, dass wir ganz klar darlegen können, dass wir höchsten Ansprüchen genügen und auch eine klare Vergleichbarkeit haben. Also es gibt verschiedene Audits, die wir uns auch angesehen haben. Wir haben aber kein anderes gefunden, was diese Vergleichbarkeit auf diesem hohen Qualitätslevel sicherstellt. Im Data Center Star Audit können wir den konkreten Nutzen ziehen, dass wir klar im Marketing auftreten können und klar darlegen können, welche Qualität wir haben. Man muss ja deutlich sagen, wir haben sehr viel Geld in das Rechenzentrum investiert, aber es ist immer abstrakt und schwierig, Kunden das zu zeigen. Und wir haben jetzt durch das Data Center Star Audit des Audits einfach einen unabhängigen Dritten, der ganz klar kontrolliert hat und uns auch zertifizieren kann, dass wir die entsprechenden Leistungen bringen, wie es auch entsprechend versprochen wird. Die größten Herausforderungen in unserer Branche in den nächsten 10 Jahren sehen wir ganz klar in der Nachhaltigkeit und auch in der Schaffung von wirklich umweltfreundlichen Lösungen. In der Vergangenheit ist es häufig so gewesen, dass halt Energieverbrauch und Effizienz im Rechenzentrum wenig beachtet worden sind. Aber ich denke, wir sind alle verpflichtet, in Technologien zu investieren und auch Technologien auszubauen, die auch den nachhaltigen Betrieb unserer Infrastruktur sicherstellen.